Sachsen. Wird der Willi in die Stichwahl kommen? Wahrscheinlich schon. Warum? Ja, warum? Das weiß ich auch nicht. Weil so viele Studenten da sind. Da ist er für die Studenten zuständig und nicht für die Einheimischen. Ja, denke schon. Warum? Ja, ich finde jetzt nicht, dass er so schlecht gearbeitet hat. Er ist ja sehr behindert worden von den anderen, finde ich. Und wir werden sehen, wenn die Stichwahl kommt und dann muss man uns halt entscheiden. Gute Frage. Ich glaube, dass er immer noch einer der stärksten Bürgermeisterkandidaten ist. Aber ich glaube, dass die Stichwahl nicht umgänglich ist. Da muss er wahrscheinlich durch. Ich hoffe es mal. Warum hoffen Sie das? Ich war eigentlich recht zufrieden, trotz dem ganzen Ärger. Das letzte. Glaube ich nicht. Da. Warum? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Hätten Sie es gern? Das will ich nicht sagen. Ich glaube es nicht. Und ich hoffe es auch nicht. Da. Warum? Na, weil mir der auf die Nerven geht mit seinen Radlfahrern da. Wir wohnen da und wir haben den ganzen Sommer mir ewig die Radlfahrer gegen die Einbahn. Was glauben Sie? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Warum? Ich glaube, dass es einfach eine schon ein Zeichen braucht. Ja. Vielen Dank. Na, wir hoffen, dass die FPÖ macht. Wir sind FPÖ-Anhänger, haben einen guten Anwalt in einem Abwärtsgang. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass sie es machen. Das nehme ich an, ja. Warum? Wer ist die Alternative dazu? Was sagen Sie zu 13 verschiedene Kandidaten? Ist das nicht ein bisschen viel? Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Nein, also ich habe meine Hoffnungen und ich hoffe, die treten ein, aber es wird, glaube ich, heute sehr spannend werden. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Bei so vielen Listen, 13 Stück, ist das für mich an und für sich schon ein Riesenproblem. Gell? Und da muss ich sagen, denke ich mir meinen eigenen Teil dafür, wenn wir für die Demokratie eigentlich mehr machen würde, dann muss ich sagen, gehören die Listen reduziert, weil das ist eine Gefährdung für die Demokratie. Weil passt jemandem etwas nicht, dann splittert er sich ab, dann gründet er eine neue Liste und so weiter, Ende nie. Also das ist meine einzige Einstellung zur Wahl. Viele glauben, dass der Willi schon in die Stichwahl schafft und eine ziemlich realistische Chance hat eben auch der FPÖ-Kandidat. Was glauben Sie, wenn wirklich in 2 Wochen Willi gegen den Herrn Lassenberger antritt, wer wird es da machen? Ich hoffe, grün. Auf alle Fälle. Das wäre, blau wäre so furchtbar. Ja. Na, ich hoffe dann schon der Willi. Das geht schon davon aus, gell? Ja, ich hoffe es auch vor allen Dingen. Ich gehe davon aus, aber ich hoffe es eigentlich auch. Schönen guten Morgen, Herr Bürgermeister. Was sagen Sie? Geht sich die Stichwahl heute aus für Sie? Ich gehe davon aus. Generell, was erwarten Sie bei der Wahl? Es gibt ja ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, 13 verschiedene nämlich. Das ist fast einzigartig, dass nämlich alle 13 Listen, es sind schon einmal viele, auch den Spitzenkandidaten als Bürgermeisterkandidat, Kandidatin nominiert haben. Das heißt, das Rennen wird erstens sehr spannend, sehr eng und es kann sein, dass einige wenige hundert Stimmen darüber entscheiden, wer in die Stichwahl kommt. Wird es im Endeffekt nicht vielleicht auch so sein, dass gerade die sich nicht zersplittert haben, das wäre in dem Fall vermutlich die FPÖ, gute Chancen haben, in die Stichwahl zu kommen? Erstens, sie haben gute Chancen, aber auch sie haben sich zersplittert. Es haben sich so ziemlich alle zersplittert. Es ist wirklich schwer, durchzukommen. Die Frage ist jetzt, in der Stichwahl in 2 Wochen dann, was glauben Sie, gegen wen würden Sie antreten, wenn Sie denn dabei sind? Ich würde die Stichwahl zwischen Markus Lassenberg und mir sehen. Dann wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag. Wie sieht das Programm bei Ihnen aus? Was werden Sie heute noch machen, nachdem Sie gewählt haben hier? Sehr wenig. Ich gehe dann noch frühstücken, bin dann bei Nachbarn zum Grillen eingeladen. Wenn es geht, ein Mittagsschläfchen. Ob ich das nervlich hinbringe, weiß ich noch nicht. Und dann geht es darum zu schauen, wie sind die Wahlergebnisse. Zwischen 18 und 19 Uhr sollten wir das Endergebnis kriegen. Wenn es sich dann ausgeht für die Stichwahl, dann wird das heute schon noch eine Party werden bei Ihnen, oder? So ist es, genau. Also wenn ich in die Stichwahl komme, natürlich ist es einfacher für mich gegen Markus Lassenberger. Dann werden wir am Abend ordentlich feiern. Und viel Spaß dabei. Danke. Gut, Frau Seidl, dann steige ich mit der Frage ein, die ich auch den Innsbrucker Wählern stelle, den über 100.000. Schafft es der Herr Willi in die Stichwahl? Ich glaube schon. Warum? Ich denke, dass es schon eine bürgerliche Mehrheit noch gibt, die grün wählen. Ich glaube, dass er viele Versprechungen nicht eingehalten hat, aber trotzdem sehr viele
schon lieber einen grünen als einen blauen Bürgermeister haben. Wenn man jetzt ganz Österreich hernimmt, dann werden sich viele fragen, wie kann das sein, dass es 13 verschiedene Bürgermeisterkandidaten gibt, beziehungsweise 13 verschiedene Listen, die da antreten. Es ist auch, wenn man sich das anschaut, ein bisschen kompliziert, wer wann wo abgesplittert ist und wieder dazugekommen ist. Was glauben Sie bei dem schwer zu übersehenden Bild, wer wird sich da durchsetzen im Endeffekt? Ich glaube, es ist alles ein bisschen Glaskugel. Es gibt keine validen Umfragen, auch nichts. Also es ist wirklich, glaube ich, sehr spannend bis zum Schluss, wer sich schlussendlich durchsetzen wird. Und dass es so viele Listen gibt, ist eigentlich nur ein Ergebnis von den Streitereien der letzten 6 Jahre. Also der letzten 6 Jahre. Und es werden ja einige Streithanseln auch wieder im Gemeinderat vertreten sein. Jetzt hat man diese 4%-Hürde eingeführt. Glauben Sie, dass es in Zukunft was bringen wird, dass da weniger Zersplitterungen geben wird in Zukunft? Ich glaube, die Idee, dass man sagt, man möchte verhindern, dass so viele Einzelmandatare im Gemeinderat sind, die ist gut, weil es braucht nicht jede Einzelmeinung ein Mandat. Ich meine, das hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun, weil man ja Kompromisse schließen muss. Und ich bin gespannt, wie das dann sich in Zukunft darstellen wird. Schauen wir. Es gehen alle ziemlich fix davon aus, dass es eine Stichwahl geben wird in 2 Wochen. Wer ist Ihrer Meinung nach drinnen? Sie meinen ja Willi möglicherweise, aber wer wäre dann sein Kontrahent? Für mich schwer zu sagen, aber es deutet auf den Herrn Lassenberger hin von der FPÖ. Ich wünsche mir trotzdem viel Glück für die Wahl und vielen Dank fürs Interview. Danke Ihnen, alles Gute. Ich bin völlig ahnungslos noch, ich habe keinerlei Informationen und muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich keine habe, weil das kann nur zu Nervosität führen und das brauche ich nicht da. Ich bin jetzt sehr relaxed und warte nur aufs Endergebnis. Das bringt dann eben hoffentlich eine tolle Überraschung für uns. Ich war ja heute in den frühen Morgen schon mit den anderen Kandidaten und auch mit Ihnen beim Wahlgang. Alle Kandidaten sind ein bisschen nervös. Sind Sie auch nervös? Glauben Sie, dass Sie es in die Stichwahl schaffen werden? Ja, natürlich nervös ist jeder ein bisschen und angespannt ist man auch natürlich. Man hat 4 Wochen Wahl gekämpft, jetzt mir zumindest. Und wenn man den Umfragen Glauben schenken will und wenn man die Stimmung, die man ja in der Bevölkerung wahrnehmen kann, deuten kann, dann dürfte es sich für die Stichwahl ausgehen. Wer wird noch dabei sein bei dieser Stichwahl in 14 Tagen? Vermutlich Georg Willi, weil sich die anderen beiden bürgerlichen Kandidaten, Anzengruber und Duski, wahrscheinlich gegenseitig die Stimme nehmen und dann würden nur Lassenberger und Willi überbleiben. Das heißt, Sie glauben, weder die ÖVP noch Anzengruber werden eine Chance haben, dass sie in die Stichwahl kommen? Ich glaube es nicht da, weil sie alle im selben Teich fischen, dieselben Wähler ansprechen. Und da nimmt man sich halt einfach gegenseitig das Potenzial, das man hätte. Und dann bleiben eben glücklicherweise andere über. Und natürlich haben wir auch einen super Wahlkampf gemacht, der dazu führen wird, dass die FPÖ in Innsbruck hoffentlich, so glauben wir, an erster Stelle sein wird. Ich habe gehört, die FPÖ hat ja aber auch im bürgerlichen Teich gefischt. Das heißt, natürlich werden Sie da auch einige Wähler bei ÖVP und beim Team von Anzengruber abziehen, oder? Glauben Sie nicht? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das sagen auch Umfragen, die man hat, dass wir sehr wohl den Bereich der Bürgerlichen ansprechen. Und ja, der wird uns hoffentlich, dieser Teil der Wähler wird uns hoffentlich in die Stichwahl bringen.